Unica ÖFB Cup im Doppelpack. Wir zeigen Ihnen heute die beiden Bundesliga-Duelle dieser zweiten Runde. Einen wunderschönen Abend. Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie gemeinsam mit Roman Mehlich aus unserem Fußballstudio. Ja, zunächst einmal Mattersburg gegen Rapid und dann gleich direkt im Anschluss dann auch die Partie Austria gegen Sturm. Die drei großen sehen wir, also drei der großen Vereine sind also heute im Einsatz. Klarerweise wollen sie möglichst das Cupfinale erreichen. Ist ja auch die einzige realistische Chance für die drei auf einen Titel in der heurigen Saison. Was alle drei gemeinsam haben, alle drei haben am vergangenen Wochenende verloren. Deshalb natürlich auch schon viel Brisanz in diesen Partien. Wir beginnen mit Mattersburg gegen Rapid. Für Mattersburg ist es das zweite Spiel unter dem Neo-Trainer Klaus Schmidt. Am Wochenende feierte er seinen ersten Erfolg mit Mattersburg. Dieses 2:1 auswärts gegen Sturm. Der Siegestreffer für die Burgenländer durch diesen herrlichen Weitschuss von René Renner. Roman, warst du eigentlich überrascht auch über diesen Kahlschlag bei Mattersburg nach der fünften Runde? Trainer weg, Co-Trainer weg, Sportdirektor weg? Ist überraschend gekommen, weil Baumgartner, glaube ich, im letzten Jahr hervorragende Ergebnisse erzielt hat. Dann weiß man auch, dass Mattersburg den einen oder anderen sehr wichtigen Spieler verloren hat. Ja, und dann kam es zu einer Entscheidung, die unerwartet gekommen ist. So ist der Fußball. In Mattersburg weiß man, dass Martin Bucher dort ein strenges Regiment führt, sozusagen, die Entscheidungen halt trifft. Und das macht er seit Jahren eigentlich mit Erfolg. Ist ein gutes Recht. Er ist der Chef, er ist der Geldgeber. Und ja, als Trainer bist du dann halt manchmal nur Passagier. Merkt man eigentlich Elstower schon von der Handschrift von Schmidt? Nein, ist, glaube ich, zu früh. Ist, glaube ich, zu früh, ganz einfach. Aber hat er irgendwas grundsätzlich geändert gegenüber Gerald Baumgartner? Nein, hat jetzt einmal mit. Nein, hat er nicht, aus meiner Sicht. Es geht auch, in der kurzen Zeit ist dann oft eine andere Sprache, vielleicht anderer Ablauf im Training, andere Belastung im Training, andere Uhrzeiten, Trainingszeiten. Das kann schon manchmal ein Grund sein, dass ein Ruck durchgeht und es plötzlich besser funktioniert, obwohl jetzt ein Sieg im Moment zu Buche steht. Das ist auch nicht die Welt. Im vergangenen Jahr erreichte Mattersburg sogar das Cup-Semifinale, dort das Aus gegen Salzburg erst nach Elfmeterschießen. Das war eine richtige Cup-Schlacht. Wir können uns einen Elfmeter ansehen. Prevliak hat ihn vergeben. Allerdings, das war noch in der regulären Spielzeit beim Stand von 0:0. Und Salzburg hat er mir gesagt, im Elfmeterschießen das Endspiel in der vergangenen Saison erreicht. Die Aufstellung von Mattersburg in der heutigen Cup-Partie. Klaus Schmidt hat rotiert gegenüber dem Spiel am Wochenende, gegenüber dem Sieg bei Sturm Graz gleich 5 Änderungen, nämlich Malic, Lercher, Kwasinger, Erteltaler, Rath sind jetzt in der Mannschaft. Ist das nicht auch ein bisschen überraschend, wenn man gewinnt, dass man dann doch auch so... Ja, ist überraschend. Das Rotieren ist halt... Zurzeit sehr eng, gell? Sehr zur Mode geworden. Ja. Es wird halt gern rotiert. Ich meine, die betroffenen Trainer können es am besten beurteilen, in welcher körperlichen Verfassung der eine oder andere Spieler wegen der Belastung halt ist. Mhm. Ich denke, grundsätzlich für Mattersburg hätte es sich schon angeboten, jetzt einen guten Erfolg in Graz, dass man vielleicht... Never change a winning team. Genau, aber nochmal, das weiß der betroffene Trainer sicher viel, viel besser als wir hier im Studio. Mhm. Was sagt denn Klaus Schmidt vor dieser Partie gegen Rapid im Gespräch mit Christina Inhof? Mattersburg ist gegen Rapid seit 3 Jahren sieglos. Klaus Schmidt, was muss denn heute passieren, dass Mattersburg als Sieger vom Platz geht? Das ist wieder Statistik, die höre ich jetzt das erste Mal. Meine persönliche Bilanz im vorigen Jahr mit Altach ist ausgeglichen gegen Rapid. Ich halte mich lieber an diese Statistiken. Natürlich ist es ein schwerer Gang für uns, das ist keine Frage. Aber ja, wir sind zuversichtlich. Wir haben eine aufsteigende Tendenz in den letzten Partien gehabt und ich hoffe, dass man das heute sehen wird und dass das reichen wird, um heute da zumindest einen ebenbürtigen Cupfight zu liefern. In Sachen Aufstellung fehlen mit Höller, Hart, Pusic und dem Goldtorschützen Renner gleich 4 Personen, die beim 2:1 gegen Sturm in der Startelf standen. Warum die Umstellungen? Ja, erstens einmal haben wir meines Erachtens einen sehr ausgeglichenen Kader und der ein oder andere Spieler hat keine bzw. sehr wenig Vorbereitung gehabt. Wir haben in 9 Tagen 3 Spiele, sprich mindestens 270 Minuten zu absolvieren.
Zum anderen Marco Kvasina heute in der Startformation, der im Cup 2 Tore gemacht hat, auch zu Beginn in der Meisterschaft erfolgreich war. Also ich glaube, wir haben eine Mannschaft, die ist konkurrenzfähig und wir haben zumindest eine Bank, die von hinten heraus natürlich auch ganz interessant werden könnte. Sind 3 Spiele in 9 Tagen zu viel für einen Profi? Ich hoffe nicht. Aus meiner Sicht jetzt noch einmal. Mir steht mir nicht zu, jetzt irgendwelche Trainerentscheidungen zu kritisieren, will ich auch nicht. Aber ich glaube, in 10 Tagen oder so gibt es wieder Länderspielpause, soweit und ich das weiß. War ja erst ein Länderspiel. Das war erst eine. Also aus meiner Sicht könnte man, also ich würde jener 11 im Mattersburger Fall vertrauen, die gerade so praktisch einen Befreiungsschlaf geliefert haben in Graz in der letzten Meisterschaftsrunde. Ganz einfach. Das hat sich bewährt, das war gut. Und da sehe ich im Moment eine gute Chance, auch im Cup eine Sensation zu schaffen. Wir kommen zurück zum Thema Rotation, kommen damit zu Rapid. Denn Goran Djuricin hat am Sonntag im Schlager bei Red Bull Salzburg extrem rotiert, hat gegenüber dem Europacup gleich 8 neue Spieler gebracht. Roman, war das clever, war das mutig, war das riskant, war das vielleicht sogar fahrlässig? Gut, unterm Strich ist eine Niederlage wieder geworden gegen Salzburg. So, jetzt kann man sagen, mit der besten Aufstellung hätte sich nichts geändert. Und richtig erfahren wird man es heute. Ne? Wenn Rapid heute eine Runde weiterkommt von mir aus, dann kann man sagen, okay, gut gemacht. Aber wenn nicht, dann ja, ist natürlich. Dann war es natürlich ein Schuss wieder wahrscheinlich geheizt für Goran. Ja, wenn er heute nicht weiterkommt, ist sowieso wieder Theater und Feuer am Dach, nehme ich an. Mhm. Ja, aber das ist halt bei jeder Trainerentscheidung, deine Entscheidung muss hinhalten und deine Mannschaft muss gewinnen. Dann hast du alles richtig gemacht. Die Aufstellung von Rapid, schauen wir uns mal an, wie Goran Djuricin heute aufgestellt hat. Mit 2 Ausnahmen, so wie im Europacup am vergangenen Donnerstag gegen Spartak Moskau. Neu, rechts hinten, Auer statt Mühldür und am linken Flügel Berischer statt Ivan. Im Tor jetzt wieder Strebinger, obwohl Knoflach auch sehr gut gehalten hat in Salzburg. Ja, und der Rapid-Trainer steht natürlich jetzt auch noch vor dem Spiel Rede und Antwort. Letzte Saison im Finale, letzte Saison im Halbfinale. Jetzt wäre ein Ausscheiden in Runde 2 gegen Mattersburg wahrscheinlich fatal. Goran Djuricin, ist das heute ein Pflichtsieg? Ja, wenn man es so nennen will, natürlich, weil wir uns verpflichtet haben, dazu so weit wie möglich zu kommen im Cup. Und deswegen ist es für uns der unbedingte Wille zu gewinnen hier heute, sicher. Sie haben mit Rapid gegen Mattersburg noch nie verloren. Wie legen Sie es denn heute taktisch an? Ja, das ist Vergangenheit. Wir wollen vorne attackieren, wir wollen unsere Stärken ausspielen, wir wollen gut Fußball spielen, mutig auftreten und schauen, dass wir gewinnen. In Sachen Aufstellung vertrauen Sie wieder auf Ihre Bestbesetzung, ganz im Vergleich zu Salzburg, wo es ja auch Kritik für die Aufstellung gab. Die jetzigen, die aufs Spielfeld gehen, haben die auch irgendwo Schwachstellen? Jede Mannschaft hat Schwachstellen und Kritik gibt es immer, wenn man verloren hat. Ist dann immer leicht natürlich im Nachhinein, aber ich denke, das ist eine sehr, sehr starke Mannschaft, die wir heute aufbieten können. Und trotzdem, wenn wir im Team agieren, werden wir sehr, sehr stark sein heute. Auf Einzelspieler darf man sich jetzt nicht verlassen. Es ist ein Phänomen bei Rapid, international heuer sehr erfolgreich, national weniger. Wie ist denn das zu erklären? Es ist auch schwierig. Ich meine, die Leistung jetzt im letzten Spiel gegen Spartak Moskau war, der Erfolg war da, die Leistung selbst habe ich jetzt, und die Gegner habe ich jetzt nicht so stark gesehen, ganz einfach. Solche Gegner gibt es in Österreich sicherlich auch. Ansonsten, was auffällig ist im Spiel der Rapidler, dass sie nach vor gut viele Torchancen, die kreiert werden. Nicht immer werden sie verwertet, logischerweise. Und sie sind sehr anfällig im Moment aus meiner Sicht im Umschaltspiel dann von Offensive auf Defensive. Das heißt, auch die Gegner Rapids kommen regelmäßig zu guten Tormöglichkeiten. Das ist so ein wenig der Knackpunkt im Moment im Spiel von Rapid Wien. Noch ganz kurz, wer steckt auf ins Achtelfinale? Ich denke schon, dass sich Rapid dann durchsetzt. Schwierig, knapp, aber sie werden sich durchsetzen. Neun Mannschaften sind bereits in dieses Achtelfinale des ÖFB-Cups eingezogen. Herzlich willkommen zum nächsten ORF-Doppel, liebe Zuschauer. Zunächst Mattersburg Rapid und dann im Anschluss zeigen wir Ihnen eben den nächsten Bundesliga-Schlager aus Berlin gegen Sturm Graz oder Bundesligisten-Schlager, muss man sagen, in dieser zweiten Runde des ÖFB-Cups. Ja, der Cup. Dieser Cup-Sieg in dieser Saison ist vielleicht so wertvoll wie noch nie zuvor. Warum? Weil eben der Cup-Sieger aufgrund der UEFA 5-Jahres-Wertung einen Fixplatz, der österreichische Cup-Sieger, einen Fixplatz in der Europa-League-Gruppenphase bekommt. Und den wollen natürlich sich alle arbeiten über wenige Schritte ins Achtelfinale, dann Viertel-, Semifinale und Finale
Und dann wäre man schon in Europa angekommen. Klingt leicht, klingt schnell, geht auf jeden Fall schneller als über eine ganze Bundesliga-Saison. Aber natürlich müssen da einige Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden. Der WRC hat Anspruch angemeldet gestern, dass man durchaus den Cup-Sieg holen will. Und Goran Djuricin natürlich, was haben wir in den letzten Tagen und Wochen wieder darüber lesen, hören, sehen müssen, ständig unter Druck. Aber das ist, wenn man auf der linken Brust eben dieses Rapid-Emblem trägt, am Trainingsanzug wahrscheinlich für jeden Trainer der Fall. Aber natürlich, er müsste heute den Aufstieg mit seiner Mannschaft schaffen. Das wird erwartet. Ein Ausscheiden in Runde 2, auch wenn der Gegner ein Bundesligist ist, wäre sträflich. Christian Petro Czochirka ist der Schiedsrichter und in wenigen Augenblicken geht's los im Pappelstadion von Mattersburg. Viel Spaß mit Mattersburg Rapid, mit dem Kampf um den Einzug ins Cup-Achtelfinale. In Rot-Blau die Grün-Weißen und in Grün-Weiß die Mattersburger. So viel zur Verwirrung dieses Spiels. Die Heimmannschaft also natürlich in den für sie gewohnten Dressen. Wir haben es gehört, Rapid wieder in der bestmöglichen Besetzung. Berischer am linken Flügel für Andre Ivan. Das ist deshalb, weil der rumänische Neuzugang leicht angeschlagen ist. Sitzt zwar auf der Bank, aber wer weiß, ob er heute zum Einsatz kommen wird. Und Müldür bekommt eine Verschnaufpause für ihn. Also Auer durchaus auch eine Stammkraft. Bei Klaus Schmidt schaut es eher nach einer sehr, sehr defensiven Ausrichtung aus. Er hat Thorsten Mara aufgrund der Rotsperre aus der Mannschaft nehmen müssen. Die anderen vier freiwillig gewechselt. Und Mattersburg mit dem ersten Offensivversuch. Prinzipiell die Dreierkette hier mit Lukas Rath auf der linken Seite, der jetzt am Ball ist. Körperlich starke Spieler, robuste, große Verteidiger. Ja. Baratsch mit einem kleinen Fehler und Richard Strebinger im Cup. Normalerweise oder öfters ja Tobias Knoflach, aber der hat seinen Einsatz ja in Salzburg bekommen. Daher wohl Einser-Goli wieder im Tor. Kompakt, 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 das waren so die Worte von Klaus Schmidt, wie er Rapid hier im Zaum halten will, aber mit solchen Fehlern wie hier wird es gefährlich, denn Goran Djuricin will von Anfang an Druck ausüben, schnell, vielleicht zum Tor vollkommen, Knaas Müllner, Deni Alla und Kuster muss schon einmal retten, kein Abseits, sehr gut gespielt. Da macht Lukas Rath den Schritt nicht hinaus und daher hat Deni Alla regulär die Chance hier auf die Führung. Berischer, Ballverlust. Wir haben es gehört, im Angriff vertraut er diesmal auf ihn als Mittelstürmer. Mittelstürmer haben sie genug im Kader und jetzt mit Philipp Prosenik noch einen weiteren dazu bekommen vor wenigen Tagen. Martin Pusic, der neue Torjäger, sitzt vorerst auch auf der Bank. Schwab. Ratsch mit dem Wechselpass. Lacher, Gruber. Links da hat René Renner gespielt, noch gegen Sturm Graz und ein herrliches Tor erzielt. Jetzt wird er ersetzt von Michael Lercher, der zu seinem dritten Saisoneinsatz kommt, hinter Andreas Gruber. Goran Djuricin, er ist aufmerksam oder für die Öffentlichkeit aufmerksam geworden durch seine Cup-Erfolge mit Ebreichsdorf vor zwei Saisonen. RC rausgeworfen, Alltag rausgeworfen mit dem Regionalligisten und die Austria an den Rand einer Niederlage gebracht.
Hertelthaler gegen Sonnleitner. Ja, Baraj versus. Ja, das war jetzt eine wilde Situation. Baraj mit dem ungewollten Rückpass auf Strebinger und dann ein kleiner Doppelpass. Interessant, Schiedsrichter Czochirka wertet das nicht als Rückpass. Schauen wir noch einmal. Da hat Rapid Glück, hätte auch indirekten Freistoß geben können, wenn er da einen absichtlichen Rückpass zu Beginn nämlich vor diesem Flipperspiel gesehen hätte. Ja, leichte Unsicherheiten da zwischen Baraj und Strebinger. Wieder Baraj, der ist da relativ unsicher. Zum zweiten Mal verstolpert er einen Ball, der Innenverteidiger. Matteo Baraj, dem neuen Mann von NK Osijek, zum Stammspieler geworden, aber ist er noch nicht ganz angekommen im Pappelstadion. Ja, so ein Leitner Foul an Gruber, Schiedsrichter hat Vorteil abgewartet. Entscheidung, richtige Entscheidung, Kano. Lercher auf Gruber. Wieder über den Flügel, gut gemacht von Andreas Gruber. Potzmann klärt. Rapid mit dem Gegenstoß über Berischer. Engel geblieben. Schwab auf den Burg. Thomas Murg. Ja, Kano hat das überrissen. Aber jetzt Idiala vorbei an Ortiz und gefährlich. Ein schwungvoller Beginn von beiden Mannschaften. Schon einige Torszenen in den ersten knapp 7 Minuten. Idiala, der ist regierender Cupsieger mit Sturm Graz aus der letzten Saison. Und hat 3 Tore beigetragen am Weg zum Titel. Jetzt war heute über links wieder mit Berischer. Auer. Viel Raum, da wird sofort zugestellt. Klar ist, Rapid will das Spiel dominieren, will eben schnell nach vorne kommen. Wartesburg möchte in erster Linie dicht machen und natürlich, wenn es möglich ist, schnelle Gegenstöße fahren. Aber das Heimteam sozusagen in spielerischer Natur ist natürlich heute Rapid. Burger. Ja.
Freistoß für Rapid ausgeführt. Schwab mit Burg zurück auf Baratsch. Verlust von Berischer. Der Mattersburg kann daraus nichts Zählbares machen. Wieder Rapid mit Potzmann. Momentan alles zugestellt. Und die Mattersburger. Sonnleitner auf der Suche. Belastungen, wie wir auch gehört haben, jetzt Mattersburg mit 3 Spielen in 9 Tagen. Es ist das 10. Saisonspiel für die Burgenländer, schon das 15. für Rapid. Also die haben wirklich eine mächtige Belastung, spielen jetzt wirklich im 3-4-Tages-Rhythmus. Mit den Europacup-Gruppenspielen geht es auch so weiter. Daher eben auch diese große Rotation in Salzburg vor wenigen Tagen. Schmidt, 50-jährige Steirer, seit Ende August jetzt hier in Mattersburg tätig. 4. Pflichtspiel, zuvor ein Alltag bei Blau-Weiß Linz, Wacker Innsbruck, Austria Salzburg und daheim in Kapfenberg schon aktiv. Vor 2 Jahren hat er mit Blau-Weiß Linz gegen Rapid im Cup gespielt, im Achtelfinale verloren. Eine Chance zur Revanche, sozusagen ihn persönlich. Gruber gegen Sonnleitner. Diese linke Offensivseite der Mattersburger schon einige Male gefährlich geworden. Jonas Schwab, Kano, Erdeltaler, Quasiner bietet sich an. Schlechtes Zuspiel. Das ist sehr energisch. Erhard wieder auf Marco Quasiner. Treibt den Ball heraus zur Seite auf Kohl. Einsatz von Beginn an. Und so, auch wieder sofort bedrängt.
Geht drauf, aber so entstehen natürlich dann auch Lücken, die Rapid nützen könnte. Hier Ljubicic mit dem Ungenauen. Das sind sie. Den Potsmann auch her, so wie den Jala mit Sturm Graz. Cupsieger in der letzten Saison. Burg gegen Lercher. Ja, löst sich Thomas Murg. Wahnsinn, die Chance jetzt. Erteltaler, was macht er? Gruber gegen Ljubicic. Wieder 1 gegen 1. Gruber setzt sich durch, wieder. Ja, gefährlich. Kwasinar gegen Strebinger. Gute Chance für Mattersburg. Ja, das war mal schlecht von Lercher. Rückpass direkt zum Mund. Ja, aber die Mattersburger sehr, sehr zweikampfstark im Moment. Erste Viertelstunde, sehr schnelles Spiel, aber auch etwas zerfahren, hektisch. Zur Fünferkette mutiert in der Defensive. Der Seitenwechsel. Wäre wohl abseits gewesen, Ball aber ohnehin jetzt draußen. Das ist noch einmal die Gelegenheit hier mit etwas Ballglück, aber doch gut gelöst von Andreas Grober. Und dann rutscht quasi noch da am Ball vorbei. Irgendwie muss Strebinger eingreifen. Sollte fast noch direkt zum Rapid-Goalie gespielt aus. Aber nicht ungefährlich. Etwas zu hoch für Veton Berisha. Hat mal schnell gespiegelt, Räume überbrückt. Flanke nicht nach dem Wunsch des Trainers. Ja.
durch Dini Ala. Mattersburg mit einigen gefährlichen Auftritten im Strafraum des Gegners. Meist etwas überhastet. Aber zumindest mit viel Aufarbeit, mit viel Einsatz und Zweikampf schon weit in des Gegners Hälfte, die Burgenländer. Spielaufbau nicht leicht. Schwab. Da wieder Platz für Auer. Was macht er daraus? Spiel läuft weiter. Jetzt das Foul von Auer. Mattersburgs letzter Heimsieg gegen Rapid ist lange her. Da hat Steffen Hoffmann natürlich noch gespielt, wobei der hat erst vor kurzem aufgehört. Hier der neue Talente-Manager bei Rapid mit Haube. 2013, jetzt der Heimsieg der Mattersburger. Und Ljubicic mit dem Schuss. In dieser Saison Mattersburg mit 3 Niederlagen in 3 Heimspielen. Auswärts dafür noch unbesiegt. Also es ist an der Zeit, dass er mal auch im Pappelstadion angeschrieben wird. Mattersburg 9. Rapid 7. Beide haben 9 Tore erzielt. Mattersburg 20 erhalten, Rapid nur 8. Daher heute eben dieses konsequente Verteidigen am Programm von Klaus Schmidt. Mit Ballverlust. Herr Spammer nachsetzen. Chef, den Pucher natürlich auch hier mit dabei. Er mit Hut und Schal, ist ein angenehmer Herbstabend, aber natürlich jetzt, wo die Sonne untergegangen ist, wird es frisch. Chef. Wie gesagt, Thorsten Mara nach seiner roten Karte gegen Sturm Graz am Wochenende. 2 Spiele gesperrt, gilt auch für den Pokal und daher jetzt Ortiz in der Innenverteidigung. Das Foul zugunsten von Mattersburg. Das gefällt Stefan Auer nicht. Ein unglücklicher Zusammenprall. Da liegen jetzt einige. Ljubicic und vor allem Gruber. Schauen wir, was da passiert. Eigentlich ist Auer vorher am Ball. Der sieht das Foul von Gruber, aber der Zusammenstoß mit Ljubicic ist gar nicht schön. Ja, da dürfte das Andreas Gruber im Nacken oder im Kopfbereich ordentlich erwischt haben mit ziemlich viel Wucht. Er ist dann nicht benommen, er ist auf jeden Fall schon wieder sitzend.
Mattersburg-Stürmer, aber das war sicher sehr schmerzhaft. Hoffentlich kann es weitergehen. Also, wäre gut, wenn Andreas Gruber auch nach 7 Uhr noch, nach 19 Uhr noch spielt. Bilder hier über dem Pappelstadion. Also Gruber wird jetzt einmal noch draußen verarztet. Das Spiel läuft weiter. Hallo. Schwab ab. Ah, Erdl-Thaler. Abseits, abseits. Aber Sonnleitners Einsatz unbestraft sozusagen. Der Ball jetzt hier bei diesem Zuspiel Richtung Erdl-Thaler mit der Mattersburger zurückgepfiffen. Mattersburg komplett. Andreas Gruber versucht es wieder. Kommt er gleich den Ball von Stefan Schwab, jetzt war er etwas abwesend noch und begeht dann selbst das Foul. Diesen Pass hat er nicht gerechnet vom jung vermählten Rapid-Kapitän, muss dann selbst das Foul begehen an Ljubicic. Ja, mal schauen, ob er es durchhält, der Elfer von Mattersburg. Gehen wir noch am Ball gegen Cano und Ortiz, holt den Corner heraus. Ortiz. Sechster Saisoneinsatz für den Spanier. Er hat immer gespielt, Markus Kuster. Spielt Berischer mit der Flanke auf Schwab, aber da hat Philipp Gerhard eingegriffen. Nächster Eckball von der anderen Seite. Also, Stefan Schwab nicht nur mit Kapitänschleife, sondern auch mit Ehering jetzt beschmückt. Christoph Grasmüller mit dem Eckball, Murg bietet sich an. Wieder sofort der steile Pass nach vorn. In dem Fall Richtung Gruber. Gruber wieder mit dem Zuspiel. Michael Lercher. Er hat der Unruhe im Rapid-Strafraum. Viele Spieler drin. Einer hilft zu wenig aus, nämlich Christoph Knaas-Möldner in Diskussionen mit Goran Djuricin. Trainer will ihn doch mehr in der Etappe haben, spielt ihm zu hoch vorne. Ja,
halbe Stunde um. Ja, es ist noch kein technischer, spielerischer Leckerbissen, ein kampfbetontes Match. Rapid findet noch keine Lösungen gegen die engagierten Wattersburger, die auch vorne immer wieder bissig draufgehen und daher Rapid einmal den Spielaufbau ziemlich erschweren. Halbfinalisten der letzten Spielzeit. 2017 war Rapid zum letzten Mal im Cup-Finale. Der letzte Cup-Sieg, der 14. insgesamt, liegt schon 22 Jahre zurück. 1996 hat Rapid zum letzten Mal den ÖFB-Cup gewonnen. Dazwischen war Mattersburg zweimal im Finale, 2006 und 2007. Hat da jeweils gegen die Wiener Austria verloren. Wieder gegen Kwasina. Kano, das ist der Spieler, der Linie bei den Mattersburgern reinbringen soll. Malerische Stimmung, noch kein malerischer Kick hier am Feld. Also hier was mit Bildhauerei im Moment. Also mit Hammer und Meißel, aber vielleicht wird es ja besser. Gruber. Quasi alles durch, aber er ist alleine. Bercher. Werten wir nicht als Torschuss. Gruber sehr auffällig, nicht nur durch seinen kleinen Zwischenfall da am Oberschenkel von Ljubicic mit dem Kopf, sondern auch spielerisch sehr aktiv, beschäftigt Stefan Auer und Sonnleitner auf Rapids rechter Abwehrseite mehr als denen lieb ist. Gut, Kano, Kwasina, Anzeichen eines Gegenstoßes. Gruber, Kwasina gegen Baratsch. Versucht's. Das ist für die Statistik als Torschuss zu werten. Gleich kein Problem für Markus Kuster. Immer 0:0 nach 34 Minuten. Schmidt, sehr nette Umarmung und Gespräch zuvor noch mit Juric, haben einander alles Gute gewünscht. Ich muss mich in die Lage des anderen hineinfühlen. Heute natürlich möchte jeder vom Platz gehen und noch im Bewerb sein des ÖFB-Cups.
Foulstatistik. Klar. Aber von Schwab auf Berisha, der löst sich einmal. Ortiz. Stoß für Mattersburg. Angriff unterbunden. Berisha wieder involviert. Und was schreibt sich Klaus Schmidt da wohl auf? Ja, vielleicht schon für seine Pausenansprache in etwas weniger als 10 Minuten. Wichtige Erkenntnisse. Und Juricin und sein Wunsch, rasch was Zählbares zu holen, in Führung zu gehen. Blieb unerfüllt. Lacher. Ungefährlich. Der Schupfer, kein Problem für Strebinger. Schwab auf der Suche, findet Berisha. Diniala. Nochmal Berisha. Ui, Ortiz, da wohl an den Unterarm geschossen, aber läuft weiter. Kein Protest. Mann auf Gnas Müllner, der hat sich gut gelöst und erste richtige Chance und in der 38. Minute steht es 1:0 für Rapid. Christoph Gnas Müllner, einmal finden sie die Lücke, lösen das spielerisch und der Regisseur schlägt zu, kurze Überlegung, ob abseits oder nicht, wir schauen hin. Potzmann, ja, ganz ideal gespielt. Da haben sich Rad und Malic austricksen lassen. Gnas Müllner, fünftes Saisontor. Erstes im Cup. Hält. Jetzt noch im ÖFB-Cup erfolgreich. Erstmals nicht im eigenen Stadion in dieser Saison. Ja, ist der Bann jetzt gebrochen? Ist jetzt Rapid auf der Siegerstraße? Oder kann Mattersburg vielleicht einen Offensivgang zulegen? Das ist die Frage. Schon wieder mit dem schönen Wechsel auf Burg. Burg. Potzmann, der Assistgeber. Jetzt probiert es alleine. Burgenländer, Marvin Potzmann. 4 Jahre lang hat er hier gespielt, von 2009 bis 2013 beim SV Mattersburg. Die Statistik spricht für dieses 1:0 von Rapid. 5:1, aber so wirklich gefährlich war man bis zum Tor maximal einmal durch den Ala gleich zu Beginn. Gespielt, noch 5. Dann verliert Thomas Murg
das Arbeitsgerät. Heutzutage komfortabel, da muss kein Schuh mehr gebunden werden. Eingeschlüpft und weiter geht's. Lercher, aber lässt sich doch immer wieder ein auf den Zweikampf. So, wieder Murg gegen Lercher, kommt gut vorbei. Und wieder der schnelle Konterversuch. Sonnleitner gegen Gruber, Spiel läuft weiter. Schiedsrichter Czerczyka. Muss weiter spielen. Jetzt das Foul von Gruber an Auer. War er nicht glücklich über diese vorige Nichtentscheidung des Schiedsrichters und dafür bekommt Gruber jetzt Gelb. Erste gelbe Karte im Spiel für den Offensivmann der Mattersburger. Dafür. Freistoß Murg und Knas Müllner. Was hecken sie aus? Zwei Mannmauer, Lercher, Gruber. Murg tritt den Freistoß. Chano klärt. Abseitsstellung. Kapitän, so bleibt Mattersburg am Ball. Vielleicht die letzte Möglichkeit noch vor der Pause. Zu weit. Erteltaler und Erhard gemeinsam nicht zum Zug gekommen. Knappe Minute jetzt noch. Einmal die Behandlung bei Gruber, also ein bisschen was wird es geben, ein, zwei Minuten vielleicht noch. Zusätzlich. Ja, also eine Minute. Spielzeit in Hälfte 1. Gruber gegen Sonnleitner, Spiel läuft weiter, Erteltaler, und da kommt zu Fall und es gibt den Pfiff. Ungeschicktes Attackieren von Stefan Auer, da war der Ball von Erteltaler mehr oder weniger schon selbst weggekickt, aber der Rapid-Verteidiger geht da ganz ungeschickt hin und Schiedsrichter Christian Petrucci Circa pfeift praktisch mit dem Pausenpfiff hier den Elfmeter. Auer
nimmt er den Mattersburger Gegenspieler schon ein wenig in die Mangel. Hier zunächst dieses eigentliche Foul von Son Leitner an Gruber. Spiel läuft weiter und dann, ja, viel war es nicht von Auer. Der Totale, würde ich sagen, hat hier das Geschenk des Grätschens angenommen. Wie auch immer, Marco Quasiner gegen Richard Strebinger. Mit dem Pausenpfiff, die Chance zum Ausgleich für Mattersburg. 4 Pflichtspieltreffer hat Quasiner schon erzielt. 2 davon gegen Allerheiligen im Cup. Drittes Cup-Tor, ja oder nein, Ausgleich, ja oder nein. Ausgleich, 1:1 durch Marco Quasiner. So wird es wohl jetzt auch in die Pause gehen. Den hat er ganz sicher im Kreuzeck untergebracht. Dass es gerade noch vor der Pause einen Ausgleich gibt. Stefan Auer mit dem Foul an Erteltaler und Marco Quasiner mit dem souveränen. Jubel bei den Mattersburgern durch diesen Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Pausenstand also 1:1. Roman, inwieweit entspricht das auch dem Spielverlauf? Ich denke, es ist ein gerechtes Ergebnis bis jetzt. Mattersburger machen es gut mit ihren Mitteln, stehen kompakt, versuchen dann schnell umzuschalten. Rapid hat ein wenig gebraucht, speziell in der Anfangsphase. Haben sie viele Fehler im Aufbauspiel dabei gehabt. Und dann hat man eigentlich gedacht, jetzt haben sie mit dem Führungstreffer das Spiel unter Kontrolle, aber war nicht so. Mhm. Insgesamt denke ich, dass das 1:1 bis jetzt in Ordnung geht. Rapid hat wirklich sich schwer getan, Chancen zu kreieren. Eine war bereits in der Anfangsphase, in der zweiten Minute. Pass von Gnas Müllner auf Allah. Man sieht auch die Mattersburger mit 5, 6 Mann stehen die da hinten. Ja, sie spielen Fünferkette mit 2 defensiven Mittelfeldspielern davor. In der Anfangsphase, wie wir hier sehen, hat es noch nicht ganz funktioniert, aber dann lange Zeit haben sie es wirklich gut gemacht und Rapid hatte Probleme eben da durchzukommen. Sehr massiv ist da also Mattersburg hinten gestanden bis zur 38. Minute. Dann die Führung für die Gäste, also für die Hütteldorfer. Nach einem... das ist jetzt eine andere Szene. Das war die Slapstick-Einlage da vor dem Tor von Strebinger. Baraj hat da seinen Torhüter gleich zweimal geprüft. Ja, und Glück für Rapid, dass da der Schiedsrichter ja nicht auf Rückpass entschieden hat. Ganz genau, habe ich mir im ersten Moment auch gedacht, aber naja, absichtliches Rückspiel war es nicht. Wenn, dann sehr geschickt gemacht. Genau. Jetzt aber diese 38. Minute und die Führung für Rapid. Nach einem wirklich schönen Angriff hier dann der Seitenwechsel von Ljubicic. Potzmann sehr gefühlvoll und Gnasmüllner dann mit der Führung. Mitentscheidend, Rainer, du hast doch sicher gesagt, war dieser Seitenwechsel vorher praktisch ums Zentrum herum und dieser, ja, der Schupfer praktisch. Der Chip da war herrlich. Trotzdem aber ist es relativ leicht zu vermeiden oder zu verhindern von den Innenverteidigern, wenn sie aufmerksam sind. In dem Moment, wo der Ballführende, ich glaube Potzmann war es, keinen Druck kriegt, muss sich einer der beiden oder beide sogar fallen lassen, um diesen Ball halt wegköpfen zu können. Da haben sie ein bisschen verschlafen, aber von Rapid hervorragend rausgespielt. Ein wunderschönes Tor und Gnasmüllner ja im Europacup und im Cup trifft er in der Meisterschaft. Klappt es noch nicht. Ja, und dann diese Ausgleichssituation. Schauen wir uns einmal an, wie es zu diesem Elfmeter gekommen ist. Wie gesagt, Nachspielzeit der ersten Hälfte. Auer gegen Erteltaler. Ist zu pfeifen? Ja, aus meiner Sicht ist zu pfeifen, ganz klar. Die Mattersburger haben es gut gemacht. Sie sind manchmal relativ viel draufgegangen, dann wieder tiefer gestanden. Ja. Ja, der Mattersburger geht eigentlich weg vom Tor, war diese Attacke gar nicht zwingend nötig. Ob es überhaupt nur genauer die Attacke von Auer. Und Quasiner macht es dann großartig, den Ball beim Strafstoß in den Winkel.
und das der Ausgleich. Viele Chancen hatte Mattersburg nicht, aber es reicht einmal da eben durch so eine Situation, in dem Fall durch den Elfmeter, den Ausgleich. Muss man auch erst dann zu diesem Zeitpunkt so sicher verwerten, also den hat er richtig schön reingehaut. Was war ungefähr so die Intention von Mattersburg? Ja, für mich ganz klar, manchmal sie haben variiert, manchmal sind sie früh draufgegangen und dann, wenn Rapid in der Mattersburger Hälfte war, dann haben sie sich zurückgezogen und gehofft, bei Ballgewinn, hier eine Fünferkette, bei Ballgewinn dann schnell umzuschalten. Zwei Spieler vor der Abwehr, sie haben das Zentrum richtig dicht gemacht und haben gewartet auf flache Pässe durchs Zentrum, die Rapid in der Regel gerne spielt. Hier wäre sicher eine Option gewesen, ganz einfach über die Flügel zu kommen, weil logischerweise auf den Flügeln immer Raum ist, wenn das Zentrum so dicht gemacht wird. Murg entscheidet sich mit dem Pass durch die Mitte. Und das ist so ein bisschen das Problem noch aus Rapid-Sicht. Eine Kontersituation für Mattersburg. Wir haben hier im Zentrum eine 2-1-Situation für Rapid. Sie verlieren einen entscheidenden Zweikampf. Und ohne hohes Tempo der Mattersburg eigentlich kommt es dann zu einer guten Möglichkeit. Auch hier das Zweikampfverhalten hier am Flügel ist nicht ideal. Es geht relativ leicht dann. Stangelpass, Abschluss und Strebinger, der seit Wochen in großartiger Verfassung ist, bewahrt hier Rapid vor einem Rückstand. Wir sind zurück im Pappelstadion und es wird früh in diesem Match schon zu den ersten Änderungen kommen. Rapid wird wechseln und bringt Andrej Ivan, also den Spieler, den Goran Juricin eigentlich heute wahrscheinlich schonen wollte, der ist angeschlagen, aber muss jetzt mindestens für eine Halbzeit oder mehr anstelle von Vedran Berisha her im linken Offensivbereich. Da haben wir den Rumänen und auch das von Mattersburg. Tauscht bereits und womöglich kommt der direkte Gegenspieler von Ivan ins Spiel, nämlich Florian Hart. Sich Rechtsverteidiger. Hier hat sich Klaus Schmidt mehrmals hergenommen, aber er kommt für Innenverteidiger Ortiz. Heftig motiviert für seinen 7. Saison-Pflichtspieleinsatz. Innsbrucker noch im Kreis. Schwören sich ein, die Rapidler schon auf ihren Positionen beim Anstoßpunkt. Genialer für Hälfte 2. 1:1 also. Den späten Ausgleich der Burgenländer. Wir wünschen Ihnen eine tolle Partie. Hart gegen Ivan, das wird der Zweikampf der beiden Neuen dann sein. Mal schauen. Orientieren sich schon zueinander. Na, stimmt nicht. Er hat es. Hart eher im linken Bereich. Das heißt, Erhard ist zurückgegangen in die Innenverteidigung aus dem Mittelfeld. Und Hart nimmt die Erhard-Position ein. Und Andreas Gruber bleibt am Feld. Mit einem Brummschädel aus Hälfte 1. Fünfte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im ÖFB-Cup übrigens. Einmal gewann Mattersburg, dreimal Rapid bis jetzt. Zuletzt war das Ganze im April 2011, jetzt 7,5 Jahre später. Erstmals Ivan. Da ist übrigens schon Malic dabei, Höller und Bürger. Patrick Bürger ja verletzt. Alles Höller auf der Bank. Der Sieg, der ist 12,5 Jahre her, war 2006 gelungen für Mattersburg. Ljubicic. Ja, gutes Zuspiel auf Murg. Und Malic klärt
Schütze, Knasmüllner, wieder bei der Standardsituation, wieder Murg für das kurze Abspiel. Ball kommt lange. Kanu. Jetzt. Gute Gelegenheit. Ljubicic, nachdem Barac zuvor den Ball gut blockiert hat, gut verteidigt hat. Und Costa klärt. Gute Auftaktmöglichkeit in Hälfte 2 für Rapid. Noch einmal hier Daraj gegen Malic und dann eigentlich super Einschussposition für Dejan Ljubicic, aber er trifft zentral den Mattersburg-Keeper. Nächster Corner, Thomas Murg. Ab zum ersten, zum zweiten, Kuster wehrt ab, oh, jetzt gute Phase von Rapid. Mattersburger im Moment in Bedrängnis. Zweimal aus Eckbällen. Schwer in Gefahr. Wieder lange Ball von Barac auf rechts, diesmal zu Auer. Diese langen Bälle spielt er gut, der Innenverteidiger. Das tut für Auer. Hier Schwab mit dem Schuss und wieder muss Markus Koster eingreifen. Hat auch wieder etwas Glück, dass der Ball direkt auf ihn kommt. Sehr gefährlich. André Ivan im 15. Saisonspiel wieder eingesetzt. In allen Spielen, so wie Dini Ala bis jetzt als einziger mit dabei. Durchaus mit Respekt, wenn die Mattersburg angreifen. Alle ziehen sich mit zurück, bis auf Dini Ala. Schön vorbei an Erhard, aber dann der Ballverlust. Rapid bleibt dran. Und schon wieder Ballbesitz, Balleroberung. Sonnleitner Ljubicic, Knas Müllner und Schwabe mal über rechts. Kapitän Richtung Ivan und Kuster, schlechte Abwehr Richtung Murg. Thomas Murg. Ja, jetzt seitenverkehrt. Die linke Seite und dann muss er den Schuss mit rechts absolvieren. Fällt nicht stark genug aus. Mit baut die Torschussstatistik aus. 8:2 aus der Sicht der Wiener. Da waren auch jetzt in Hälfte 2 gleich zu Beginn zwei ganz gefährliche mit dabei. Langer Ball von Schwab. Gedacht für Thomas Murg, der da jetzt mit
Der Kapitän auch die Seite gewechselt hat. Der Vito Berisha im Hintergrund, hinter Potzmann. Hat die Pause genutzt, um sich schon frisch zu machen und umzuziehen. In dieser Phase offensiver jetzt der Kapitän. Nimmt er fast die Murg-Position ein. Ivan ganz rechts draußen und Thomas Murg auf links, für den Moment zumindest. Vielleicht das Signal, dass Rapid nachsetzen möchte. Bald einmal die Führung anstrebt. Und etwas mehr Risiko. Sie riskiert da hinten recht viel. Diesmal wird es gefährlich sogar. Und es wird wohl Eckball geben für Mattersburg. Schon einige Male hat Rapid auch in Verbindung mit Strebinger den Ball hinten zirkulieren lassen. Und dann ist es einmal ungenau. Und Kerschbaumer kann zumindest den Eckball hier erkämpfen. Kano wird ausführen. Erste für Mattersburg. Potzmann, Murg. Nein, das wird kein Gegenstoß. Zu ungenau. Die Ersatzspieler und da ist auch Gruber kurz einmal dazu gefallen. Schwab mit dem Seitenwechsel über Auer, Murg wieder jetzt rechts. Versucht es momentan zu verhindern, dieses Gegentor. Aber Rapid jetzt nach dem schwungvollen Beginn wieder etwas ideenlos, wie man sieht. Man ist Erteltaler und jetzt kommt auch Gruber. Im Strafraum aufpassen. Das ist schon einmal schief gegangen aus Rapid-Sicht. Andreas Gruber jetzt wieder aktiv. Er kämpft sich den Ball noch einmal. Sehr viele hohe Bälle. Sehr wenig Kombinationen in diesem Spiel. Gegen 3.
weil da hinten der Erteltaler bleibt hängen. Dini Ala seit der zweiten Minute, seit seiner Chance wenig zu sehen vom Mittelstürmer. Hart, Kwasina löst sich. Er kommt nicht ungefährlich, Gruber legt sehr schön ab. Riesenmöglichkeit, gut herausgespielt, aber Erteltaler wird dann noch geblockt in dieser 58. Minute. Kwasina löst sich da gut, über rechts, spielt auch direkt in den Rücken der Rapid-Abwehr und Gruber macht es sehr überlegt. Der Schuss von Erteltaler, der wird dann entscheidend vereitelt. Gute Chance für Mattersburg. Eckball, Andreas Gruber und Strebinger. Rapid in Ballbesitz. Setzt sich gegen Ljubicic durch, schickt Kwasina. Oh, der Ball ist lang, zu lang. Sie werden gefährlicher, die Mattersburger. Mutiger zum Teil. Potzmann. Das Fall von Erhard an Ivan Rapid. Saison bis jetzt in der Bundesliga eher schwächelnd, in der Europa League erfolgreich. ÖFB Cup, so ein Mittelding. Noch wissen wir nicht, wohin es geht in diesem Match. Freistoß Knaus Müllner. Er wieder ab mit Murg. Barat Schmidt vorne. Ist wohl auch das Ziel dieser Flanke und das war knapp. Kurz hat so ausgesehen, als ob Matteo Barat da auch schon zuschlägt. Gemacht von Ivan. Zweikampf gegen Erhard gewonnen. Somit kann Mattersburg den Angriff nicht einmal frühzeitig unterbinden. Ljubicic. Murg. Und auch in den Rücken seiner Stürmer gespielt. Thomas Murg noch glücklos heute in dieser ersten Stunde dieses Spiels. Den Tormann-Trainer nicht mehr auf der Bank. Wiege Beyer. Schaut einmal kurz nach. Ivan probiert's. Kuster. Ja. Kurz losgelassen diesen Schuss des Rumänen. Eigentlich so die Erbstücke von Dini Ala, aber der Ball ist nicht weit genug weggesprungen für den Mittelstürmer. Abseitsstellung von Ivan bei diesem langen Querpass.
Aber er bringt Schwung ins Spiel von Rapid, André Ivan. Eine Verletzung, nichts zu merken. Zumindest gleich einmal wieder Rapid gestoppt. Gut gemacht, Lieber. Litsch und Rad mit zweiten Kräften. Boah, Riesenchance. Auer spielt da Strebinger an den linken Fuß an und der trifft quasi nah am Kopf. Das war gefährlich. Schauen wir mal, wie knapp der Ball vorbeigeht oder ob es klar ist. Ja, dann doch deutlich, aber sie riskieren da wirklich viel. Das ist ein sehr schlechtes Zuspiel zum Tormann und Strebinger entscheidet sich dann auch noch falsch. Den hüpfenden Ball mit links. Genau auf den Kopf des gegnerischen Mittelstürmers abgewehrt. Das hätte wirklich ins Auge gehen können. Nicht zum ersten Mal Selbstgefahr erzeugt von Rapids Defensivabteilung. Das macht die Offensivabteilung. Potzmann nimmt den Ball mit über die Torlinie. Ivan hat viele Spielanteile jetzt und versucht es alleine. Das ist fast der auffälligste Offensivakteur im Moment bei Rapid. Vielleicht kommt jetzt einer gleich in Kürze zur Unterstützung. Ein weiterer Neuzugang. Pavlovic macht sich bereit. Ball zu weit. Zu weit nach links. Einwurf Rapid. Schwab wieder Ivan. Gegen Kerschbaumer, André Ivan. Dann hat der Schnee nicht gepasst. Haken nach innen und Schuss. Weiter geht's aber. Schwab. Ivan, schöner Doppelpass. Jetzt wieder der Kapitän. Und zum Corner abgewehrt von Nedeljko Malic. 25. ÖFB-Cup-Spiel für den Mattersburg-Kapitän. Damit ist er Rekordler seiner Mannschaft. So, Pavlovic schon im Spiel. Müllner, der ist da irgendwo bei der Cornerfahne vom Feld gegangen. Achtung! Tor für Rapid! Zählt nicht. Es war, glaube ich, Deniala, der Letzte, der dran war und der stand im Abseits. Im Corner hat Murg zur Mitte gebracht. Aber sofort abgepfiffen. Ja, da ist Baratsch und es war nicht Deniala, sondern Ljubicic. Knappe Entscheidung. Aber es bleibt beim 1:1. Also der Wechsel noch einmal der Vollständigkeit halber. Es ist Andrea Pavlovic im Spiel für
Christoph Knaas-Müllner nach 66 Minuten. Und aus dem Derby gegen die Austria sein Debüt gefeiert nach einem Muskelriss der Serbe. Und er ist seit kurzem Teil der Rapid-Mannschaft und das ist der ausgewechselte Torschütze zum 1:0. Geschickt gemacht von Erdl-Thaler, holt das Foul gegen Potzmann raus und damit eine Standardsituation für Mattersburg. Anweisungen, die gehören dem neuen Torjäger Martin Pusic, den Klaus Schmidt möglicherweise bald bringt. So, jetzt mal Gruber mit dem Freistoß. Ungefährlich, aber Strebinger lässt sich davon nicht überraschen. Ljubicic. Schnellen Sprint über das ganze Feld, aber dann den Pass ins Nirgendwo. Ja, und da fast unnötig, dass Kerschbaumer den Ball gnadenlos aus dem Spiel trischt. Vielleicht lösen können, diese Situation. So, Rapid im Ballbesitz. Ivan Auer. Tabletten brauchen dann fürs Einschlafen. Und nach dem Zusammenstoß noch leicht angenockt. Aber er spielt eine starke Partie, trotz aller Schmerzen. Souverän. Der Sieg hat natürlich gut getan bei Sturm Graz für den Neo-Mattersburg-Trainer. Nach dem doch eher erfolglosen Beginn seiner Arbeit hier. Gemeinsam mit Sportdirektor Robert Almaui. Wieder ein Fehler. Sonnleitner beim Rausspielen. Florian Hart. Aber der Routinier macht selber wieder gut und schickt André Ivan auf die Reise. Und dieses unbedingte Kombinieren hinten, Ball in der Mannschaft halten, ist schon mehrmals sehr gefährlich gewesen. Und Rapid Glück, dass das nicht das ein oder andere Mal schon zum Gegentor geführt hat. 70 Minuten vorüber, 1:1 weiterhin. Potzmann, Murg, Malic. Aber zumeist parieren da die Mattersburger den Ball relativ rasch hinaus ins Seitenhaut und damit ist Rapid wieder im Ballbesitz mit Murg. Erdl-Thaler, der gefault von Diniala, da wird es wohl den Griff zur Karte geben. Nicht nur den Griff zum Gegenspieler.
die erste gelbe Karte bekommt ausgerechnet Rapids Mittelstürmer. Aber er hat einen wichtigen, gefährlichen Gegenstoß zunichte gemacht, der Gegner. So, inzwischen der Wechsel dann auch nach der gelben Karte für Deni Alain. Mittelstürmer für Mittelstürmer. Bei Mattersburg. Wie das war. Foul von der Nummer 29 Rapids und Wechsel der Nummer 9 Mattersburg. Marco Kwasiner raus und in der 73. Minute Martin Pusic rein, der in zwei Spielen zwei Tore erzielt hat. In Dresdner Mattersburger, der lange Jahre als Legionär unterwegs war, jetzt wieder nach Österreich gekommen. Erst Anfang September. Partie selbst zwar jetzt nicht gefährlich geworden, aber Rapid Sambia sehr beschäftigt. Vielleicht ausreichend, um jetzt vielleicht seinen Nachfolger Martin Pusic den einen oder anderen Schritt zu ermöglichen. Da haben wir den neuen Mann. Lukas Rath, Eckball kommt. Völlig. Trano hat den verlängert von Gruber. Noch einmal kommt der Ball. Pusic erstmals. Ja, und schon per Kopf. Der 30-jährige, früher bei der Vienna, Admira Altach, dann zu Hull City gegangen und in Norwegen und Dänemark ganz erfolgreich gespielt, auch bei Midtjylland. Torschützenkönig 2015 in Dänemark, Martin Pusic, nach 7 Jahren wieder auf heimischem Boden jetzt aktiv. Eine erfolgreiche Rapid-Viertelstunde in einer Minute, nicht mal mehr, bricht sie an jedenfalls. Der Favorit wird sie brauchen. Noch steht es 1:1. Gruber. Einwurf, während Erteltaler da verletzt am Boden liegt, im Zweikampf. Angeschlagen. Dritter in die Stoppeln des rechten Stefan Auer. Los hinein. Mit Eckball Mattersburg, Andreas Gruber. Viel los im Strafraum. Schwab kehrt. Noch einmal der Mattersburger. Noch einmal die Flanke. Gerhard gegen Baraj. Und nächster Korb. Aufgeholt in Eckbällen jetzt Gruber. Der war ungenau, zu kurz und wieder kann Stefan Schwab fürs Erste klären. Lecher ganz zurück zu Markus Kuster. Kano gewinnt den Kopfball. Und Lukas Rath, der Innenverteidiger, ist da jetzt mitgegangen. Kano. Kerschbaumer. Wissler. So,
mit Neuordnung wieder die Mattersburger im Defensivverbund. Potzmann hat Raum. Aber nur bedingt, dann irgendwann ist zu. Gut, gut gelöst, Ivan. Der Geistesblitz bei Rapid im Moment und dann wird hinten wieder getrickst. Pusic. Genau, der Ball für Kerschbaumer und jetzt Platz für Rapid, Murk. Und Malic vor Ivan. Einwurf Rapid. Ljubicic, Auer löst sich rechts. Jetzt natürlich mein Mann Pavlovic nicht. Ljubicic jetzt auf Auer. Gegen Lercher. Stefan Schwab. Befreit von Michael Lercher, holt den Einwurf für Mattersburg heraus. Gleich 80 Minuten gespielt, noch immer 1:1 im Moment. Kaum Torchancen. Von Malic. So kann man natürlich Tormöglichkeiten dem Gegner anbieten. Potzmann aber sehr gut verhalten von Kerschbaumer. Pusic gegen Baraj. Spiel läuft weiter. Lercher lässt durch gegen Murk. Jetzt ist etwas mehr Platz für Rapid. Für einen kurzen Moment, aber das ist das Spiel ungenau. Erhard befreit. Schickt Gruber. Mattersburg jetzt auch nicht in der Lage, den Ball etwas länger in der eigenen Mannschaft zu halten. So wird es vielleicht noch eine lange Partie, die letzten 10 Minuten oder mehr. Das heißt schon wieder verteidigen. Die Räume eng machen. Immer wieder natürlich mit dem Seitenwechsel möchte den Gegner da irgendwo mal zwingen, Platz zu machen. Oder eben mit dem Ballverlust dem Gegner den Gegenstoß ermöglichen. Pusic. Gruber, Pusic. Hart. Das war gut gespielt, das war sehr gut gespielt und Martin Pusic kommt da in glänzende Schussposition. Erste Riesenmöglichkeit für den Neo-Torjäger. Rad und dann Erteltaler. Das war eine sehr, sehr starke Kombination. Da
kann er, wahrscheinlich muss er mehr draus machen, Martin Pusic, denn so oft kam Mattersburg heute Abend nicht so gut vors Tor. So, jetzt Rapid mit Auer, mit Murg, der hat auch die Möglichkeit und Markus Kuster hält Mattersburg im ÖFB-Cup. Gute letzte Minute jetzt hier im Pappelstadion. Und schon wieder Murg beim Corner. Das war seine beste Aktion bis jetzt. Ja, totaler gegen Schwab, Spiel läuft weiter, aber der Schuss von Schwab zu hoch. Gehabt mit seiner Mannschaft. Die vielleicht beste Offensivaktion, zumindest die schnellste der Mattersburger, hat hier Martin Pusic nicht vollenden können. Das war jetzt eine wirklich schöne Ballstaffette. Herr Spaumer, Gruber, unermüdlich, jetzt im rechten Flügel. Ja, Ertl-Thaler schon wieder. Im Strafraum. Gutes Zuspiel. Lercher mit rechts, einem schwächeren Fuß. Noch immer die Mattersburger. Kerschbaumer. Und wird da von Ivan zur Strecke gebracht. Er will da nichts gesehen haben. Gibt den Freistoß für Mattersburg. Ein bisschen mitgenommen, war nichts Schlimmes, aber ausreichend für das Schiedsrichterteam hier, die Burgenländer mit einem Freistoß zu versehen. Pusic wird ausführen. Interessant, er hat in Österreich mehr Cup-Spiele, nämlich 10, absolviert als Bundesligaspiele bisher. Hat Mira schon im Cup-Finale. Jetzt tritt er den Freistoß, Martin Pusic. Aber den hat Gruber jetzt aus der Gefahrenzone verlängert. Ja. 85 Minuten um. Spiel ist jetzt wieder lebhafter geworden. Vor den Schlussminuten. Die vielleicht nicht die letzten sind an diesem Abend. Verlängerung steht ins Haus. Potsmann für Ivan, auch Allah am linken Flügel und da fällt André Ivan, wird offenbar von Malic Richtung Kopf irgendwo getroffen, aber Schiedsrichter Czucirka ist da ganz in der Nähe gestanden. Hat da keine Kopfberührung gesehen, zumindest aus diesem Winkel nicht. Richtet da André Ivan auch noch seine Meinung aus.
Ivanovic spielt den Ball ins Out, damit wieder die Mattersburger im Ballbesitz. Herr Spammer, gut durchgesetzt, Pusic. Ja, da wird es eng, da hilft jetzt auch Diniala hinten aus, aber verliert Bomb den Ball. Jörn Hart, Julius Hertelthaler, noch vor der Linie, aber Potzmann. Wieder Diniala. Ivan holt das Foul heraus. Nächstes Foul, nächster Freistoß, Radovan Murg. Schon etwas entnervt, Thomas Murg. Wollte nur noch mit dem Sieg hier zufriedenzustellen. Hat sich schon mehrfach über die Gangart des Gegners beschwert. ...88 Minuten gespielt. Freistoß Thomas Murg. An Freund und Freund vorbei. Und noch dazu der Freistoß für Mattersburg. Foul an Lukas Rath. Noch für die 90 Minuten plus einer möglichen Nachspielzeit und dann, wenn sich nichts mehr tut, bis dahin in Sachen Torerfolg gibt es eine Verlängerung zwischen Mattersburg und Rapid. Freistoß. Rath ist da mitgekommen und hat noch einmal Pavlovic abgeräumt. Rath mit dem heute schon mehrfach gelungenen Seitenwechsel diesmal ins Nirvana. Kuster. Das ist eine unnötige Gefährdung. Und da hat Erhard noch einmal wirklich korrigiert mit dem Kopfball, aber entsprechend auch etwas abbekommen. 90 Minuten sind um, es gibt noch eine Minute. Die braucht jetzt einmal Philipp Erhardt zur Erholung. Die 5.300 Zuschauer bekommen, wie es ausschaut, noch einen Nachschlag geboten in diesem Match. Nicht mehr attackieren, immer noch André Ivan, Rath, Erteltaler, Gruber, Kopfball, Staffette zum Abpfiff. Das Match ist nach der regulären Spielzeit zu Ende und es steht 1:1. Das heißt Verlängerung zwischen Mattersburg und Rapid um den Einzug ins Cup-Achtelfinale. Das heißt, wir bleiben noch ein Weilchen hier im beschaulichen Pappelstadion. Sind die Kürze wieder da, mit 2x15 Minuten mindestens. So, Schiedsrichter Czocirka hat bereits mit den beiden Kapitänen wieder die Platzwahl durchgeführt, mit Schwab und Malic, und sind alle so stehen geblieben, wie sie schon positioniert waren. Da
Krasmitsch. Hat schon Kraft gekostet. Also 2x15 Minuten Verlängerung. Möglicherweise ein Elfmeterschießen. Die Mattersburger werden sich das vielleicht nicht unbedingt wünschen, denn das hat in der Geschichte ihrer Cup-Spiele meist schlecht geendet. In den letzten 7 Jahren 5-mal durch ein Elfmeterschießen ausgeschieden, der ist von Mattersburg. Boah, Malic, Riesenbock. Vielleicht ersparen sie sich das Elferschießen durch eigene Fehler, Pavlovic. Murk. Naja, abseits. Das war nicht ungefährlich, gleich hier zu Beginn. Pavlovic dann mit dem Schussversuch und da taucht Murk aus dem Abseits auf. Die nächsten Anweisungen von Klaus Schmidt für René Renner, den Torschützen beim Sieg in Graz gegen Sturm. Jetzt ins Spiel. Und es geht der sehr auffällige Julius Hertelthaler. Zuletzt durch den herausgeholten Elfmeter dieses Spiel ausgeglichen. War ich immer ein unangenehmer Gegenspieler für die Rapid-Abwehr. Also im Spiel drin, Renner sein 10. Einsatz, kam in jedem Match bis jetzt, egal ob Cup oder Bundesliga, aufs Feld. Und mischt sich da gleich ein und Busic mit dem Fallrückzieher. Ball auf Deni Alarm und Lukas Rath, ganz routiniert, nimmt dann der Fair den Ball vom Fuß. Rano bedrängt von 3, auch gut gelöst. Hart. Elke Spaumer mit Pusic, der ausweicht. Im langen Sprint in der 94. Minute gestoppt am Körper von Lukas Rath. Einmal gegen Ljubicic. Einwurf Mattersburg. Sich Lercher nicht entscheiden. Wohin damit? Neuaufbau über Malic. Philipp Erhardt.
da schon wieder auf Murg gegen zwei Mattersburger. Kusic, Gano. Gemeinsam mit Renner setzen sie sich da durch. Und dann Schwab mit Sonnleitner. Siegreich. Das weitere Programm übrigens in 4 Tagen. Mattersburg hier wieder zu Hause gegen Wacker Innsbruck. Eine Woche später dann übrigens Rapid Mattersburg in der Bundesliga. Also wie auch immer das heute hier endet, man sieht einander bald wieder. Rapid spielt schon in 3 Tagen wieder. Achtung, aber jetzt Ivan. Oh, er spielt dann noch einmal ab und Malic kann klären. Pitt empfängt in 3 Tagen St. Pölten und dann geht's auf die Insel zu den Glasgow Rangers. Und hier die Chance von André Ivan, der hätte es vielleicht auch allein probieren können. Ja, da war das Foul dabei gegen den Rapid-Verteidiger. Potsmann. Aufgepasst. Ja, und jetzt hat Pusic gut aufgepasst bei dem Zuspiel von Murg. Renner auf Pusic, gut gelöst. Der ist steil, der Ball auf Gruber. Ja, der Andreas Gruber, der bekommt heute ab. Schlag hier im Zusammenstoß mit Strebinger, der sich auch hier verletzt am Knie. Da ist der Mattersburger Stürmer recht resolut hinein in diesen Zweikampf. So, jetzt wird es dann eine Änderung auf der rechten Verteidigerposition bei Rapid geben. Für Stefan Auber wird Mert Müldür kommen. Zunächst aber jetzt Ljubicic auf Murg. Offensivbemühung. Ja, Dini Alar und er schießt Malic auf den Rücken. Damit Eckball Rapid und Zeit für den Wechsel. Und der 19-jährige Mert Müldür, der sich in den letzten Wochen einen Stammplatz erkämpft hat, heute für den Anfang einmal geschont worden ist, eine Pause bekommen hat jetzt. In den nächsten 20 Minuten auf jeden Fall zum Einsatz gebracht. Eckball, Murg. Und da ist er, der Neue, mit einem freien Kopfball. Das hat er schon. Fast ausgenützt.
Rottersburger schreiten dann zum nächsten Wechsel in Kürze. Da bekommt Andreas Grober den Ellbogen von Baratsch ins Gesicht. Und in Kürze wird Andreas Grober erlöst von seinem Leiden, denn heute war das echt ein leidvolles Spiel für ihn. Eine sehr gute Leistung, aber Zusammenprall mit Ljubicic in Hälfte 1, jetzt gerade mit Strebinger. Und jetzt darf er, muss er vom Feld, wird von Alois Höller abgelöst, der heute überraschenderweise nicht begonnen hat. Andreas Grober hat noch genug Kraft, sich da ordentlich zu beklagen für den Einsatz des Gegners. Und Alois Höller, der wird nicht minder Einsatz zeigen jetzt für den Rest der Verlängerung. Zwei Minuten, dann ist Seitenwechsel. Schwab. Ein Moment. Wenig Gefahr. Auf beiden Seiten. Gut gemacht von Rath, Höller. Kano. Mülldür fängt ab. Ruck auf Ivan. Gegen Kerschbaumer im Duell. Und das Foul von Höller am Strafraum. An der Strafraumgrenze. Damit gibt es für Rapid jetzt eine sehr gute Freistoßposition. Eine Minute vor Seitenwechsel. Naja, da trifft Höller Ivan am Schienbein. Klar, dass der dann dieses Foul gerne nimmt. Ja, doppelt so viele Fouls der Mattersburger. Gleich viele Tore. Die letzte Aktion vor dem Seitenwechsel. Schwab und Murg. Zwei Linksschützen. Das hacken sie aus. Kurz abgespielt. Ja, da kommt der Ball nicht ungefährlich, aber Freistoß. Jetzt hat Höller hier durch das Foul an ihm diese Aktion unterbrochen. 105 Minuten um, 2 Minuten kommen noch drauf. Hier noch einmal die Szene, da wirft sich Baratsch gegen den Mattersburger Routinier in den Zweikampf. Höller, gut gemacht. Kerschbaumer spielt den Ball direkt Richtung Pusic und Mert Wildür. Rettet hier. Eine Minute noch. Ein Wurf von Dercher.
Österreicher den neuen Mann gut gemacht von Schwab, der da das gut erkennt, das Platz ist, aber Murgis zu früh gestartet. Hätte da jetzt Raum gehabt. Nichts wird's mit dem schnellen Gegenstoß hier. Der Ball ist zur Ruhe gekommen, das hätte gepasst für den Freistoß. Gemacht von Renner auf Pusic. Pusic kann er sich einmal lösen. Ah, das gibt weder Abstoß noch Eckball, es gibt den Seitenwechsel. Hälfte 1 der Verlängerung ist vorüber. Da zieht sich Schiedsrichter Schirka Kudas der Fähre, muss sich da nicht überlegen, wer da als letzter am Ball war. Also kurze, minimale Pause, Getränkeaufnahme und dann geht's in die letzten 15 Minuten dieses Spiels und dann vielleicht in ein mögliches Elfmeterschießen. Was ist den Mattersburgern hier jetzt lieber? Kein Gegentor natürlich zum einen, aber Elfmeterschießen in der Geschichte. Wie ich schon gesagt habe, eigentlich eher erschreckend das Abschneiden. Vielleicht können sie ja das Blatt wenden, dass sie diesmal drinbleiben im Kampf nach Elfmeterschießen. Für Rapid im 15. Saisonspiel in einer Phase, wo eben alle drei Tage ein wichtiges Match folgt. Keine Chance zum Durchschnaufen. Sie müssen da über die volle Distanz gehen in diesem Cupfight. Sand übrigens auf der Bank bei Goran Djuricin hat auch mit Christopher Dibon einer Platz genommen, der 16 Monate nicht spielen konnte. Bringt er ihn ja heute noch. Die Verlängerung darf ja ein vierter Spieler eingewechselt werden. Hier gibt es die letzten Anweisungen, Anfeuerungen, Motivationen, vor allem natürlich jetzt für die Hauptdarsteller. Die heißen Richard Strebinger und Markus Kuster. Mattersburg hat 3 Elfmeterschießen im ÖFB-Cup gewonnen, aber 7 verloren. Wie gesagt, zuletzt 5-mal in Serie. Rapid ist in der Saison 2013-14 am LASK gescheitert im Elfmeterschießen. Aber jetzt ist es sowieso egal. Jetzt geht die Geschichte von vorne los. Kuster mit einer ganz starken Leistung im letzten Halbfinale gegen Salzburg, aber dann im Elfmeterschießen war Zizan Stankovic der Hero, der Salzburg-Goli. Jetzt wird noch einmal gelost natürlich, wer beginnt. Welches Tor wird geschossen? Und dann geht's los. So, jedenfalls einmal aus Bildschirmsicht wohl das rechte Tor. Stefan Schwab wird beginnen für Rapid. Die Rapid-Fans haben jetzt den fernen Blick hin zum Elfmeterschießen. Erstes Duell Schwab gegen Kuster. Ja,
Schwab täuscht in Mattersburg. Goalie souverän. Rapid führt in diesem Elfmeterschießen. Als nächstes kommt der zweifache Torschütze für Mattersburg. Martin Pusic, Torschützenkönig in Dänemark 2015. Also einer, der sicher auch vom Elfmeterpunkt sicher agieren kann gegen Richard Strebinger. Ach, Kopie des Schwabelfers, Pusic gleich da aus. Der nächste ist Rapids Neuerwerbung, Andrea Pavlovic. Philipp, du bist jetzt der Beste. Gegen Markus Kuster. Wieder ein Linksfuß. Nachher schickt den Goalie in die falsche Ecke. 2:1 Rapid. Bis jetzt souverän die Schützen. So, der erste Rechtsfuß, Florian Hart gegen Strebinger. Ah, der versenkt den Ball unter der Latte. 2:2. Aha, okay. So, jetzt kommt Matteo Baracz, wieder ein Linksfuß. Genau, also den Ball da platzieren gegen Markus Kuster. Baracz, also der Innenverteidiger. Wenig Anlauf, aber souverän. 3:2 Rapid. Bis jetzt hat sich noch kein Schütze irgendwie eine Blöße gegeben. Oder anders gesagt, die Torhüter haben die Ecke noch nie erraten. Da ist René Renner, der Torschütze gegen Sturm. Da hat er aus großer Distanz getroffen. Jetzt halbe Distanz. Umso wichtiger gegen Richard Strebinger. Ja, diesmal der Tormann in der richtigen Ecke, aber chancenlos. Und zumindest erfolgreich. Renner 3:3. Und der nächste Linksfuß löst den nächsten, den vorigen ab. Thomas Murg. Er hat es am Fuß gehabt. In der Schlussaktion mehr oder weniger fast mit seinem starken Weitschuss. Sonst eher glücklos, leicht frustig. Rapid-Spielmacher jetzt tritt er als Vierter seines Teams an. Scharf geschossene Elfmeter vom Techniker und ausgerechnet Thomas Murg, der hätte zum Helden werden können vor wenigen Minuten. Da hat es Kuster verhindert und jetzt vielleicht das gleiche nochmal. Markus Kuster hält den ersten Elfmeter in diesem Duell. Der siebente war es. Und jetzt Hanno mit der Chance, Mattersburg in Führung zu bringen. Noch keine Entscheidung. Ja, der macht das souverän. 4:3 für Mattersburg. Und jetzt haben die Burgenländer die ganz große Chance, Rapid hier aus dem Pokal zu werfen. Zwei Gelegenheiten in Wahrheit. Deni Alar als erster. Der muss jetzt treffen. Sonst ist Klaus Schmidt mit seiner Truppe durch. Alar gegen Kuster. Rapid unter Zugzwang. Ja,
versenkt ihn. Deni Alla gleicht aus auf 4:4. Und jetzt kommt der Mann mit dem Krampf zuvor. Tatsächlich trauen sie hier Daniel Kerschbaumer, der Neuerwerbung von Blau-Weiß Linz, zu. Nach einem langen Match mit viel Einsatz den entscheidenden, den fünften Elfmeter für Mattersburg zu versenken. Trifft er, dann ist der SV Mattersburg im Achtelfinale und Rapid ausgeschieden. Und er trifft die Latte! Es geht weiter! Ein Wahnsinn! Zentimeter verlängern dieses Spiel erneut. Daniel Kerschbaumer vergibt den echten Matchball. Es soll heute keinen Sieger geben. Dejan Lubicic, sechster Schütze, der hat wahrscheinlich nicht mehr gerechnet, dass er noch drankommt. Alles wieder offen, alles ausgeglichen. Lubicic gegen Gusta. Und der trifft und damit ist Rapid wieder vorne. 5:4. Jetzt muss Mattersburg wieder liefern. Lukas Rath ist der Nächste. Ganz souverän, Lubicic. Wendet sich dieses Blatt hier. So nah waren die Burgenländer dran am Glück. Wieder ein Linksfuß. Kurzer Anlauf. Und Richard Strebinger pariert und so schnell kann es gehen. Rapid steht im Achtelfinale des ÖFB-Cups und Mattersburg ist wieder einmal im achten Jahr zum sechsten Mal durch ein Elfmeterschießen aus diesem Bewerb draußen und sie waren schon praktisch durch. Was für eine Dramatik. Richard Strebinger mit seinem ersten gehaltenen Elfmeter. Zuvor war es ja die Latte, die geholfen hat. Verhilft er Rapid zum Aufstieg. Schlecht geschossen auch natürlich mitten aufs Tor von Lukas Rath. Und damit Rapid mit einer weiterhin glänzenden Bilanz. 10:3 in Elferschießen weiter. Und Mattersburg, da ist genau das Gegenteil. 3:8 und wieder einmal der Fluch des Elferschießens gegen die Burgenländer. Langer Kampf, langer, beherzter Fight. Ausgeglichenes Spiel. Und letztlich ist es Rapid. Die Mannschaft, die jubeln darf und ins Achtelfinale einzieht. Und Juricin wird erleichtert sein, obwohl da jetzt Gogo-Ausrufe kommen, aber sie sollen doch froh sein, dass sie aufgestiegen sind. Für uns gibt es natürlich noch die wichtigsten Stimmen zu diesem dramatischen Cupfight, aber jetzt müssen wir natürlich schauen, dass Fußball gespielt wird und das wird ja in der Generalarena. Das war's zunächst hier aus dem Pappelstadion. Weiter mit Austria Sturm. Oliver Bolzer meldet sich aus der Generalarena.